Wir stehen hier für eine bessere Landwirtschaft und was wir da alles wollen, das wird Ihnen jetzt für das Wir haben es Sattbündnis von Meine Landwirtschaft Johannes Kiefel sagen. Herzlich willkommen, Johannes Kiefel. Hallo. Hallo, wunderbar, dass ihr alle da seid. Ich darf euch im Namen des Kampagnenbündnisses Kampagne Meine Landwirtschaft und des gesamten Trägerkreises von Wir haben es satt herzlich willkommen heißen hier in Berlin zur 10. Wir haben es satt Demo. Ob aus Berlin, aus Deutschland oder auch wie viele unserer Gäste aus Europa und der ganzen Welt, herzlich willkommen. Es ist unglaublich ermutigend zu sehen, wie viele wir heute sind, wie aktiv wir unsere Bewegung schon seit 10 Jahren führen und wie laut und unbeirrt wir für die Agrarwende kämpfen. Nur die Politik hat offenbar die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt. Wir haben in diesen 10 Jahren bewiesen, dass diese Bewegung gekommen ist, um zu bleiben. Und wir werden bleiben, bis eine andere, eine bessere Agrarpolitik durchgesetzt wird. Das heißt konkret, Höfesterben stoppen, Geld für den Umbau der Ställe bereitstellen und bei der EU-Agrarreform endlich weg von den unsäglichen pauschalen Flächensubventionen. Wir fordern, dass die Gelder nur noch an bäuerliche Betriebe gehen, die mithelfen, das Umwelt und das Klima zu schützen, die die Tiere gut halten und die gutes Essen für uns alle bereitstellen. Denn so geht nämlich enkeltaugliche Landwirtschaft. In Zeiten wie diesen, in denen Landwirtschaft und Gesellschaft sich zu spalten drohen, in denen viele Bäuerinnen und Bauern sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt fühlen und ihren Unmut in Demonstrationen Luft machen, wie auch gestern wieder hier in Berlin, aber auch in ganz Deutschland. In diesen Zeiten sind unsere Stärken mehr gefragt denn je, denn wir leben seit 10 Jahren diese Gemeinschaft. Wir gehen seit 10 Jahren auf die Straße und wir leben diese Gemeinschaft, die von allen gefordert wird und die ungeheuer wichtig ist. Mit Bäuerinnen und Bauern, Produzentinnen und Produzentinnen, gemeinsam mit Verbraucherinnen, mit Tier-, Umwelt- und Klimaschützern, mit entwicklungspolitischen Organisationen und mit politischen Netzwerken. Auch wenn es in so einem breiten Bündnis nicht immer einfach ist. Wir raufen uns jedes Jahr wieder zusammen, denn nur mit vereinten Kräften können wir einen politischen Wandel herbeiführen. Wir können auch die Agrarwende nicht allein den Bäuerinnen und Bauern aufbürden. Da sind wir alle gefragt. Und deshalb sind wir alle heute hier gemeinsam zusammen für eine Agrarwende. Denn wir wollen Bauernhöfe und keine Agrarfabriken. Aber wir wollen auch ein Zeichen gegen Hass setzen. Und wir dulden keine Diffamierung oder Hetze gegen Bäuerinnen und Bauern. Denn nur mit ihnen zusammen ist eine Agrarwende möglich. Über 270 Bäuerinnen und Bauern haben sich auf den Weg gemacht, um hier in Berlin den Schulterschluss mit uns Verbraucherinnen und Verbrauchern, mit der Zivilgesellschaft zu demonstrieren. Hier fahren sie gerade ein, hier hinter euch, und dafür haben sie unseren Respekt verdient. Und wichtig ist auch, wir dulden keine Hetze gegen Menschen mit anderer Herkunft. Wir dulden keine andere Art von Diskriminierung hier auf der Demonstration, denn Nazis und Rassistinnen haben auf dieser Demo nichts, aber auch gar nichts verloren. Und wir werden einschreiten, wenn sie auftreten. Und nun habe ich noch einige Auflagen von der Polizei, die ich euch kurz vortragen will. Den Anweisungen der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten. Waffen und Vermummungen sind untersagt. Passt bitte mit den Ballons und den großen Schildern und Fahnen auf bei den Oberleitungen an den Straßenbahnen, wenn wir nachher laufen. Und passt bitte auch auf die Demofahrzeuge und Trecker auf, damit keine Unfälle passieren. Und nun wünsche ich uns allen eine geile Demo. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank.